Melbourne, Freunde des guten Geschmacks, ich grüße euch. Auf dem Weg nach Oberhausen. Ich stehe jetzt hier gerade an der Raste. Ich bin also schon ein paar Meter gefahren, noch nicht so weit. Nochmal einen Ölcheck gemacht. So, Radio. Ölcheck gemacht, Reifen gecheckt und so weiter. Ihr kennt das ja. Ja, ich freue mich. Ich freue mich riesig, ja. Ich werde jetzt erstmal zu meinem Hotel fahren. Dort werde ich dann einchecken, mein Zeug verstauen. Sonst gibt es eigentlich nichts Besonderes. Mal schauen, was die Messe so bringt. Ich habe noch gar keine Kohle geholt. Das muss ich auch noch machen. Naja, ist nicht das Problem. Und ansonsten, ich halte euch einfach auf dem Laufenden. Okay? Nach wie vor gibt es ab und zu mal einen kleinen Zwischenstand. Ein bisschen was kann ich euch erzählen. Ich labere euch auch noch mal voll auf dem Weg zur Fahrt. Was ich alles auf der Messe für Impressionen auffange, kann ich euch echt noch nicht sagen. Ich hoffe, dass es interessant wird. Ich hoffe, dass ich tolle, leckere Aromen finde. Vielleicht das ein oder andere Liquid. Da muss ich gucken. Ihr kennt ja meine Einstellung dazu. Und ja, vielleicht treffe ich den einen oder anderen. Mal sehen. Und dann ist ja abends auch noch wohl die Aftershow-Party. Die war ja wohl auch am Freitag schon abends. Das Steam-Team und ein paar Leute. Man konnte da wohl auch in diesem Restaurant Adelmann oder Adelhaus, konnte man dann frei essen, frei trinken für 30 Euro. So habe ich das von jemandem empfangen, den ich auch hoffentlich wiedersehe und sehr schätze. Ja, Freunde. Das war's jetzt erstmal. Ich wünsche euch nur das Beste. Leider habe ich meine Fernbedienung vergessen, wie so vieles, aber es macht nichts. Ja, siehst du, so schnell geht das. Da bin ich schon wieder mal hier auf der Raste, weil das alte Auto ist bei 160 doch. Also, er fährt auch noch schneller. Ich will es jetzt nicht übertreiben. Aber hier oben, da gibt es ein Schiebedach hier vollautomatisch, was nicht mehr ordentlich funktioniert. Und ja, das rauscht wie verrückt. Ich werde wahnsinnig. Koblenz ist seit heute Morgen dicht, und zwar zwischen dem Kreuz Leverkusen West und Köln. Ansonsten habe ich einem erstmal richtig Angst gemacht vorhin. Der hat mich geschnitten auf der Bahn, ist mir hinten aufgefahren, so weit. Dann wollte ich rechts rüber, auf einmal ist der rechts überholt mich und geht in eine Ausfahrt. Ne? Die Kamera war leider aus, habe ich es aber so hochgehalten, hinter ihm hergeblieben. Hoffentlich scheißt er sich ins Hemd. Ja, solche Leute kann ich gut ab. Aufgefallen, dass unter der A1 bei Köln, merke nicht, ein großer Gegenstand aus Metall liegt. Jetzt muss die Fahrbahn aufgerollt. Okay, Freunde, ihr hört schon, auf der Bahn ist was los. Zum Glück nicht bei mir. Ich habe noch zum Hotel angeblich 103 Kilometer. Naja, gucken wir mal, ne? Ja, Freunde, jetzt bin ich schon im Hotel. Ihr glaubt es nicht. Handy ist natürlich ausgegangen, weil Sommer wieder nicht achtet. Dann habe ich bestimmt 10 Minuten das Navi im Auto gesucht. Wo ist es? Vorne im Sitz. Ich kenne ja nichts. Mein Freund ist gefahren die ganze Zeit. Der Wagen hört sich gar nicht gut an jetzt nach der Tour, als ich von der Bahn runter bin. Um Gottes Willen, die Kupplung, wenn ich die trete. Und ich bin nicht gerast. Ne? Also 140 war das Höchste. Jammer. Ja, geiles Hotel, Riesenanlage hier. In Mülheim ist das, 7 Kilometer von der Messe entfernt. Ist kein Problem. Jetzt checke ich mal aus, stecke mein Handy ein, weil, ne, ich muss meine Liebste anrufen. Die kriegt sonst einen Anfall. Und wir sehen uns gleich, wenn ich alles im Zimmer habe, laber ich noch mal ein bisschen. Ja, Freunde, ich bin jetzt hier in Oberhausen angekommen, habe auch einen Parkplatz gefunden. Das geilste ist 4 Euro 4 Stunden. Habe ich natürlich gleich gebucht. Um 10.56 Uhr. Was steht auf diesem scheiß Ticket? Du kannst parken bis 14 Uhr. Hallo? Das ist ja wohl Abzocke. Oberhausen, das ist Abzocke. So, jetzt bin ich auf dem Weg zur Post. Wie versprochen, wenn ich was sage, halte ich das. Scheiß auf Messe.
erst wird das Päckchen weggebracht, sollen 15 Minuten Fußweg sein, ich kriege einen Anfall. Ich hoffe, ich finde auch noch einen Bankautomaten, damit ich noch Asche holen kann, weil nur mit Kreditkarte zahlen, das wird wohl nichts, ja. Ansonsten ist das schon eine ziemlich üble Stadt, finde ich, aber wir werden sehen, was hier noch abgeht. Bis später, Way on. So, Päckchen ist weg, lieber Kevin. Viel Spaß mit der Warlock Pierce. Kohle ist geholt und auf geht's zur Messe. Schauen wir mal, was das alles gibt. Ich freue mich sehr. Hier habt ihr nochmal einen Rundumblick. Oberhausen Bahnhof. So, das war's auch schon. Wave on. So, Freunde, ich bin in der Düppelstraße. Da drüben sind die NH-Hotels. Hätte man natürlich direkt daneben. Daneben schlafen können, aber ich bin vollkommen zufrieden. Und dann gehen wir jetzt mal zum Eingang, falls es denn hier grün wird an dieser Straße. Und ja, scheint doch die gleiche Location zu sein wie letztes Mal. Ich weiß es auch noch, ich zeige euch gleich den Eingang und wir sehen uns wieder. So, ich bin zur richtigen Zeit, ist nichts mehr los, Achtung. Ohne Stress, ab ins Haus. Bis gleich. So, hört ihr mich? Das ist direkt am Eingang, wenn man hier reinkommt. Wie immer Dampfermesse halt, alles vernebelt. Hier ist gleich ein Stand am Eingang. Ich mache mal keinen Rundblick, dann seht ihr das. Ihr wisst, was ich meine. So, Freunde, jetzt bin ich das erste Mal an einem Stand, wo ich auch eventuell ein bisschen was gebrauchen könnte für meine Bot. Und zwar bei Linden. Es ist eigentlich richtig, richtig viel los hier. Brechend voll. Es macht mir auf jeden Fall keinen Spaß, hier rumzugehen. Aber wir schauen mal. Ne? Bis später. So, Freunde, und UK ist am Markt, ja, überall kommen sie, Short, Ditch und wie sie alle heißen, und die nächsten, die hier sind, richtig im Anzug und vom Feinsten, ich zeig's euch gerade. Ja. Also in England werden ja immer ganz gute Liquids gemacht, ich dampfe seit 4 Jahren HOL und wie es mit denen aussieht, kann ich nicht beurteilen, man kann es ja alles testen, nur ich habe da immer eine Abneigung, wenn ich die ganzen Dinger sehe. Aber wer weiß, vielleicht hört man noch was davon. Bis später. So, wollte ich gerade hier an die tolle Probierstube von, was weiß ich nicht, ich zeige es euch mal, ob man es hier irgendwo sieht. Boxing Juice, ich glaube, die sind das. Die ganzen Männer stellen sich hier an, weil hier die richtigen Frauen rumrennen. Ja. Probieren kannst du hier nicht wirklich was. Aber du brauchst dir nur alle angucken, wer weiß genau Bescheid, was abgeht. Ansonsten schauen wir nochmal. Wir sind ja gerade erst angekommen, ja? Okay, wave on. Und hier ist auch richtig was los. Hier gibt es nämlich die Manjare. So wie es aussieht, ist es ja diesmal ganz okay, sonst wären ja nicht so viele Leute. Irgendwann später werde ich ja auch noch einen Kaffee ziehen und dann schauen wir einfach weiter. Ja? Die ersten 15 Minuten sind anstrengend. Es ist einfach nur voll. Du kannst nicht wirklich mal irgendwo ran, aber was erwartet man auf einem Samstag, ne? Morgens um 11. Wir sehen weiter, bis gleich. So, jetzt sind wir auf der Empore hier. Ganz wichtig, ganz wenn hier sitzt, die VIP-Lounge, ist das sozusagen. Thank you.
riechst immer an sowas, die Gerüche, ja? Du riechst unwahrscheinlich unterschiedliche, du kriegst einfach nur lecker. Es ist einfach zu voll, ja? Es gibt ein paar Gigantenbrote, große Flaschen für kleines Geld, da will ich auch noch zuschlagen. Ansonsten, wir sehen uns. Bis gleich. So, Freunde, jetzt bin ich oben mal im Raum London gewesen, ich war im Raum Berlin, jetzt bin ich wieder im Erdgeschoss. So langsam kommt man mal an den einen oder anderen Standort dran. Ich habe ja schon ein Shake and Wave System, ich habe eine 100 ml Pulle gekauft und auch einen Shot drauf muss. Es ist mit etwas mehr Aroma versetzt, das habe ich extra gefragt, weil der Shot muss kein Nikotin, kein Aroma enthalten, damit der Auto immer normal. Jetzt schauen wir mal, ich mache noch einmal, zeige euch jetzt noch einmal eine Runde hier. So, Entschuldigung, ziemlich voll, überall stehen sie und dampfen sie. Ja. Ist eine ganz nette Location hier, also kennen wir ja schon, war vor ein paar Jahren und letztes Jahr und davor das Jahr nicht anders. Es ist, wenn du früh herkommst, ein Graus, das sage ich euch. Man sollte die Messe erst um 14 Uhr besuchen. Bisschen was habe ich mir schon gekauft. Gucken wir mal, was das bringt. Ich mache auch noch ein, zwei Runden und den Rest zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Wave on. So, also, der Trend geht definitiv Richtung Colada. Colada, Colada, Colada. Du kriegst fast nur noch irgendwie Liquids mit Frische und Colada. Es ist voll der Trend, ja. Und ihr könnt das gar nicht vorstellen. Es gibt natürlich noch ein paar Sachen, aber im Großen und Ganzen ist das gerade der absolute Hype. Es gibt leckere Colada und Mentholsachen, gar keine Frage. Aber so ein Weichspüldampfer wie ich, ja, der will kein Menthol und kein Colada. Ja gut, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich werde noch ein bisschen schauen. Ich hole mir jetzt mal noch eine große Pulle, wie nennen die sich? Bei My Bonnie und so. So, das nenne ich weltoffen. Jetzt haben wir hier schon die indischen Großhändler auf der Messe. Ich finde es zu geil. Ja? Du kriegst also jetzt hier drei Big Mouse Aromen für 1 Euro. Du kriegst alles Mögliche. Du kriegst Nos für 60 Milliliter für 15 Euro. Du bekommst Humble Juice 100 Milliliter für 15 Euro. Und das nenne ich mal richtig geile Preise. Ich zeige euch das mal. Das muss ich sagen. Wenn das nicht geil ist, oder? Besser geht's nicht. Right on. Nichts los, ich schwöre es euch. Keiner war an der Bühne, keiner. Jetzt geht's los. Ein Glas, du kommst mit B. Wer kommt auf Base? Vorsicht, schlagt euch nicht, macht euch nicht kaputt. So, Freunde, ich werde hier gleich noch mal reinschauen. Ich kann einfach keine Bilder von den einzelnen Ständen machen. Es ist noch zu voll. Außerdem muss ich jetzt schnell meine Parkuhr nachwerfen, sonst wäre ich abgeschleppt. Wir sehen uns hier gleich wieder. Ich lege mal alles ins Auto. Ich habe eine ganze Tasche voll. Die Kamera nehme ich noch mal mit rein. Ein bisschen Akku habe ich noch. Ansonsten ein Zwischenfazit. Ja, ich bin ein Idiot. Ne? Ich darf einfach nicht mit Geld auf eine Messe gehen, ist ja ganz klar. Ich habe jetzt schon mal halt. Ich bin hier falsch. Ich bin da vorne lang gefahren. Genau, und dann mein Auto steht da vorne. Ich habe mir noch mal eine Lindenwort geholt. Tja, ich bekomme angeblich von Linden die befüllbaren Tanks zugeschickt.
zwei Stück sind da drin, die teste ich dann auch ausgiebig. Und wenn das wirklich so ist, werden diese beiden Akkus mit den Watts und einer kleinen 10-Milliliter-Pulle meine Ausgehuniform. Glaube ich zumindest. Ja, oder ich weiß was, ich leg mir die Teile auf Arbeit. Oder im Garten, ich weiß es noch nicht. Dann habe ich natürlich noch ein paar Liquids gekauft. Ein Aroma habe ich gekauft. Ja, alles Mögliche. Ich habe viel zu viel Geld da gelassen. Ab 20 Uhr geht dann die Aftershow-Party los. Da will ich heute auch mal hin. Muss ich also noch mal zum Automaten, weil ich brauche Taxi hin, Taxi zurück. Ja, Freunde, das war's erstmal. Ich gehe zum Auto, es regnet etwas. Was heißt regnet? Es fieselt und ist nicht so nett. Legt einen Schritt zu, macht auch für euch keinen Spaß. Wir sehen uns, bis gleich. Ah, so. Jetzt bin ich mal im Auto gelandet. Ich wünsche euch was. Das sieht so komisch aus. Immer wenn, ach, wenn ich da hingucke, dann gucke ich nicht in die Kamera. Das Geilste überhaupt. Ich komme nicht auf deinen Namen. Bitte entschuldige. Ich gucke nach. Hat mich doch einer angequatscht, der bei mir die Angry Rabbit Watte gewonnen hat. Voll geil. Ich bin so glücklich über sowas. Ja. Ansonsten, ja, ich muss jetzt auch noch mal was erzählen, was mich ziemlich bloßstellt. Ich habe hier vorhin ein Ticket gezogen, und zwar das hier, ja, und das Ticket habe ich für 4 Stunden gezogen, ja, 4 Stunden, und auf dem Ticket steht, ich habe das Ticket gezogen um, kann ich euch genau sagen, 10.53 Uhr, und es wäre dann ja bis 14.53 Uhr, 4 Stunden, auf dem Ticket steht 14 Uhr. Habe ich hier einen Zettel geschrieben. Meiner Rechnung sind 4 Stunden, 14.53. Ich verklage Oberhausen, wenn sie mir ein Ticket verpassen. Habe ich nicht geschrieben. Ich habe geschrieben, bei mir sind 4 Stunden, aber 14.56. Fragezeichen. Und dann war ich da dran und einer hat mich an, hello, you help me please, what is this, Sunday, ich sag Sonntag frei, nix hier, and Saturday, ich sag steht doch hier, 10 bis 40 o'clock oder 40 afternoon, 14, 15, und also 10 bis 14 Uhr und danach frei. Jetzt wissen wir auch, warum dieses scheiß Ticket nur bis 14 Uhr geht. Ah, manchmal, ich weiß, aber hey. So ist der Sommer halt. Ja, ich gehe jetzt natürlich gleich nochmal rein. Ich möchte einfach auch nochmal für euch die einzelnen Stände aufnehmen. Ja, es sind viele, viele neue Aussteller da. Manche Aussteller hauen das Zeug richtig raus. Manche Aussteller nehmen normale Preise. Klar, du sparst dir immer den Versand, du kannst es auch direkt testen. Warum muss eine Messe unbedingt billiger sein? Weil es einfach mal so ist. Ja, Messepreise sollten günstiger sein, meiner Meinung nach. Was ich mir alles gekauft habe, zeige ich euch dann. Das machen wir nicht jetzt. Da habe ich keinen Bock drauf. Das will ich euch in Ruhe zeigen. Oh, Entschuldigung. Und Hardware ist es sowieso nicht. Das Einzige, was mir vielleicht in die Birne kommen könnte, wäre ein Tröpfler, weil ich einfach keinen richtigen Tröpfler besitze. Ich habe zwar welche, aber meistens sind das auch Nachbauten, aber da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn man da nicht auch ein bisschen Geld in die Hand nimmt, sind die nichts. Das ist nun mal so. Und ich habe einfach noch keinen Tröpfler gesehen, der mich anmacht und dann auch entsprechend, den ich bereit bin zu bezahlen. Ja, klar, ich könnte mir sofort einen Hadley holen.
oder andere Single-Coil-Tröpfler. Das wird für mich nur in Frage kommen. Wenn ein Tröpfler, dann Single-Coil-Tröpfler. Könnte ich mir natürlich holen, aber das ist mir zu teuer. Gut. Ja, was mache ich jetzt? Esse ich hier irgendwo was? Weil dort die Preise sind natürlich Messepreise. Zumindest fürs Essen. Das kostet schon Geld. Und ich weiß es nicht. Ja, das Geiz war vorhin echt, als wieder, also das Steam-Team. Du hast die ganze Zeit, finde ich zumindest, nichts von diesem Steam-Team mitgekriegt. Du hörst da gar nichts. Du musst da mitten vorstehen, dann siehst du nichts auf der großen Leinwand. Du siehst das einfach nicht. Das Licht ist so schlecht und du hörst sie nicht. Das Einzige, was meiner Meinung nach einigermaßen interessant war, für mich zumindest, das darf ich nicht verallgemeinern, für mich war die Fragen an den Simon von Vape Investigation, glaube ich. Aber Simon, der ist ja eine ganz andere Art von Kanal, meiner Meinung nach. Das ist ja ein Kanal, der richtig was für die Community tut. Also, der hat Content, richtigen Content, meiner Meinung nach. Aber gut, jeder sieht das wahrscheinlich anders. Ich freue mich auf die Aftershow-Party. Ich habe mir richtig schick gemacht. Hab schick, 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 schick. Und dann gucken wir mal, was abgeht. Wer alles da ist. Und was man für Party machen kann. Kann man da tanzen? Kann man da ein bisschen feiern? Ich bin sehr gespannt. Ich hätte da großen Bock drauf. Das sind jetzt auch schon wieder, was weiß ich, wie viel? 5 Minuten, die ich euch vollquatsche. Freunde, das war's erstmal. Ich hoffe, ich kriege das überhaupt alles geschnitten. Und ich hoffe, ihr habt da überhaupt Bock drauf. Wir sehen uns. Freunde des guten Geschmacks, ich grüße euch. Ja, wartet mal. Das war's. Das war die Messe in Oberhausen. Was soll ich erzählen?
es ist ja eigentlich immer das Gleiche und eigentlich weiß man es ganz genau. Fahr nicht gleich als erstes hin. Klar, wenn es irgendwas Besonderes gibt, wie so ein BT oder ein neuer Kaifun Prime oder ein neuer Scrape 12 oder was auch immer. Die wollen natürlich und dann stehen sie Schlangen und so, aber sowas gab es ja heute gar nicht. Es gab weder eine neue Innovation, es gab weder einen super tollen neuen Verdampfer, super tolle neue Hardware, nichts. Und was passiert, wenn es sowas nicht gibt? Diese ganzen Hersteller kommen nicht. Ja? Sie kommen einfach nicht. Weder Stadtqualm, Stuttgart, Swomesto, die GT-Fraktion, Steampipes, keiner von da. Ich wollte gerade das Zusatzwort sagen, aber ich lasse es. Es war eine Aroma- und Liquid-Messe und eine Basenmesse. Ihr werdet sehen, ich habe versucht, wirklich jedes Logo einmal aufzunehmen. Ich schalte es in einer Reihe mit ein bisschen Musik drunter. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ich werde sie mir aufschreiben, dass ich sie nicht doppelt einspiele. Aber das ist es nun mal. Was gibt es denn? Es gibt die namhaften Chinesen. Dann gibt es auch noch die hier, obwohl das ist, glaube ich, auch nicht deutsch. Linden. Ich glaube nicht. Und dann gibt es Birkstoff, auch mit das Wichtigste. Was habe ich also bekommen? Ich habe es auch im Video gesagt. Ich habe mir nochmal eine Linden Watt geholt. Ist für mich einfach, ja, das schönste kleine Direktlungen schmeckende Gerät, was auch noch echt funktioniert. Außerdem gibt es nun endlich Pots zum Befüllen für die Linden. Ich freue mich drauf. Ich soll 2 zugeschickt bekommen. Ich habe meine Karte da gelassen, die von der Arbeit. Ich habe ja keine eigene Visitenkarte. Ich bin sehr gespannt. Dann habe ich ein Shake and Vape von Warpers in Monkey Milk. Dazu hat er mir geschenkt so einen kleinen Tester mit dem Aroma. Da ist noch gut was drin. Das ist ja noch, ja, ein Drittel voll. Voll geil. Außerdem habe ich von Frosty Shakes blaue Himbeere Milchshake. Da muss nur noch ein Shot rein. Hier, das ist pure Soße, ne? Also, das ist, glaube ich, Hi-Weegee. Ein Shot soll rein. Er sagt, ich brauche mir keine Sorgen machen, diese sind etwas overdosiert. Also müssen auf jeden Fall 10 ml PG da rein. Natürlich, wenn du keine Shots hast, wie ich. Ich habe 48er Bunkerbase, rechnet man sich das aus. Das war echt lecker, ich konnte nicht anders, habe ich mitgenommen. Dann habe ich mir geholt, ja, ich habe mir 2 Eppis Aromen geholt. Wie Eppis, was soll das denn? Ich sage euch warum, weil dieses Aroma mit 1% angemischt wird. Tatsächlich mit 1%. Fast wie diese Eisaromen, die sind von Sweet Doggies. Ich habe Erdbeere und Sahnetraum. Ich soll 2:1 mischen und hätte das geilste Erdbeersahne, was es gibt. Ich bin sehr gespannt. 1%, diese Eppis reichen für 200 ml Liquid. Dann habe ich
nochmal zwei Aromen, und zwar Paragraph 11 und Paragraph 4, ja, von Fuck the TPD ist das, glaube ich, oder? Fuck the Rules. 40 Milliliter für 10 Euro. Gar nicht schlecht. Geile Nummer. Was haben wir hier? Ja, ich freue mich drauf. Ich berichte. Außerdem habe ich einmal, ja, El Borneo Outlaw Vapors Valley. 50 ml mit einem Shot in 18 ml ergibt 3 Milligramm. Ja, 60 Milligramm, also 60 Milliliter. Das ist Bananenkuchen. Freue ich mich sehr drauf. Zusätzlich habe ich mir da geholt Banana Nut Bread, Aroma von Moonshine. Das ist aber echt anders. Ich habe mich sehr gewundert. Ja, bist du sicher, dass das Banana Nut Bread ist? Banana Nut Bread. das war echt lecker. Ja, ihr seht, nur Bölkstoff und schauen wir mal, was sich da ergibt. Wie ich schon sagte, ich habe mich total gefreut, ich habe echt einen getroffen, der meine Videos guckt. Vielen Dank, dass du mich angesprochen hast und dass du dann auch noch die Watte gewonnen hast. Ich habe mich so gefreut darüber. Vielen, vielen, vielen Dank. Ehrlich, klasse Sache. Ich bin kein Profi. Ich weiß, mir fehlt eine Actioncam. Definitiv. Ich brauche eine kleine Kamera, die man mitnehmen kann zum Schnellfilmen und so. Ich weiß, dass ich anderes Equipment noch brauche. Seht es mir noch ein wenig nach, bitte. Die Kamera ist bald abgezahlt. Also kann ich auch bald mir was Neues kaufen oder zusätzlich, weil die ist ja noch nicht schlecht. Und mit der Ausbeute, mit dem Dampfen und ach, das machen wir alles, wenn ich zu Hause bin. Jetzt werde ich mir eine halbe Stunde aufs Ohr hauen und dann fahre ich mal zu dieser Aftershow-Party. Also, macht's gut. Vape on und Vape safe, Freunde. Bis bald.